Oh, Schluss. Schluss mit Jonka. Haptic Wash. Aha. Digga, da gucken Leder wir doch sofort mal rein. Also ich habe die ja auch kennengelernt, beide beim Fußball-Event von Trimax, haben die ja mal zusammengehangen. Aha, dann gucken wir uns das hier mal sofort an, was die Gründe dafür sind. Natürlich, wir sind im Frieden auseinandergegangen, wir sind beide noch befreundet, das ist immer so das, was YouTuber sagen, aber Haptic ist ja in der Hinsicht eigentlich immer ganz real, also mal gucken. Rücken gönnt euch, Haptic Rush ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Hintergrund seht ihr irgendein Gameplay, das steht bei mir auf dem Kanal eh nie wirklich im Vordergrund, aber heute bei dem Thema denke ich mal ganz besonders wenig. Ich habe euch trotzdem Gameplay reingemacht, dass ihr nicht die ganze Zeit meine hässliche Fresse sehen müsst. Das heißt, ihr könnt entspannt schauen, mir entspannt. Hätte ich aber mehr gefühlt bei so einem Real Talk Video, da jetzt nicht irgend so ein Black Ops 3 Gameplay im Hintergrund zu haben. Zuhören. Oder was auch immer das reden. Ist. Ich werde auch erst das Commentary aufnehmen und dann irgendwas im Nachhinein reinschneiden an Gameplay. Nur, dass ihr wisst, wie das Video entstanden ist. Ich will mich freireden, ich will mich nicht zeitlich begrenzen und ich will diesem Thema auch die Zeit widmen. Wäre aber gut gewesen, wenn er den Ton nicht im Hintergrund gelappt hätte. Wie es verdient hat. So viel zum Video. Und ja, es stimmt, was im Titel steht. Und Jonscha und ich haben uns darauf geeinigt, das gestern auf Instagram öffentlich zu machen. Und die Number One Antwort, die ich bekommen habe von den meisten Leuten, war wirklich, doch nicht ihr beide, das kann doch nicht sein. Ihr habt so gut zusammengepasst und das kann ich mir bei euch nicht vorstellen. Ihr baitet doch und ihr verarscht uns doch. Was ich auf einer Seite sehr, sehr... Das macht doch jeder. Das ist doch irgendwie bei jedem, egal wer sich öffentlich trennt. Oh nein, das war so gut. Sehr süß. Der Ingame-Sound ist wirklich zu laut irgendwie, das nervt mich übel gerade. Charmant finde, aber auf der anderen Seite muss ich eben genau diese Menschen enttäuschen, die es sich anscheinend anders vorgestellt haben. Aber halt auch die Musik im Hintergrund, das ist ja, viel zu... Ja, es stimmt. Jonscha und ich sind nicht mehr zusammen. Warum jetzt dieses Video? Ich habe auf Instagram... Junge, jetzt hängt er allein in diesem riesen Haus da, was er immer filmt. Ungefähr nur in Anführungsstrichen 60.000 bis 80.000 Story-Views. Auf YouTube habe ich 200.000 bis 400.000 Views und potenziell noch mehr. Auf YouTube bleibt das Video auch online, auf Instagram verschwindet die Story nach 24 Stunden. Und mir ist es wichtig, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, deshalb auch der Titel. Jeder soll das mitbekommen, weil wir haben diese Beziehung öffentlich gemacht und wir beide sind auch der Meinung, dann ist es auch unsere Pflicht, darüber öffentlich zu sprechen, wenn es vorbei ist. Dieser Pflicht kommen wir jetzt nach. Aber im zweiten Zuge ist noch ganz wichtig, deshalb will ich auch so viele Menschen wie möglich erreichen, dass endlich diese Kommentare aufhören. Ich will Jonscha ganz besonders und auch mich entlasten. Die Kommentare werden niemals aufhören. Sobald man das einmal reingezogen hat, du wirst immer damit genervt. Permanent. Das wird niemals aufhören. Also kann ich mir nicht vorstellen. Oh, Digga, ich muss mir ein neues Headset kaufen. Das ist einfach futsch. Dieser ewigen Fragerei. Aber das ist, glaube ich, meine... Ja, das war meine Schuld. Tut mir leid. Seid ihr noch zusammen? Warum sieht man euch nicht mehr zusammen? Warum ist nicht bei Jonscha? Warum bist du nicht bei Haptic? Und. Und die Leute im Einzelnen wollen ja nichts Böses. Das ist ja keine böse Intention. Die wollen es halt einfach nur wissen. Aber in ihrer Gesamtheit nervt es. Das heißt, nicht jeder Einzelne kann was dafür. Ich will euch nichts Negatives vorwerfen. Ihr fragt einfach nur nach. Aber wenn ihr danach ja, fragt, dann sind das ist immer, das tut mir eigentlich auch leid. Wenn Leute tausendmal dieselbe Frage stellen, dann kommt jemand rein, der gar nicht weiß, dass ich die Frage beantwortet habe, stellt mir die Frage und ich so, Mann, geh mir doch nicht auf den Sack. Und der denkt sich, was bist du denn für ein Bastard? Das stimmt, das tut mir auch leid, aber man muss halt auch man muss es halt auch die Sicht eines meinen verstehen, so dass ich halt die ganzen Fragen reingeballert bekomme und wenn tausendmal dieselbe kommt, Monte, weißt du, was ich meine, und ich das am Tag schon tausendmal gehört habe, müsst ihr aber auch nachvollziehen und das müsst ihr auch verstehen, wenn ich vielleicht mal patzig auf irgendwas antworte, dass ich vielleicht schon hundertmal darauf geantwortet habe. Die normalen Kommentare werden nach unten geschoben. Wir können nicht mehr normal interagieren mit den Leuten. Und deshalb ist mir ganz wichtig, dass diese Kommentare abgestellt werden, dass ich so viele Menschen wie möglich erreiche und dass wir und auch Jonscha ganz besonders dann ihre Ruhe haben. Und wenn wir schon so speziell... Ich hätte schon wieder Jonka ausgesprochen. Ich habe doch bestimmt nicht Jonscha gesagt am Anfang, oder? Ich habe doch Jonka gesagt. Lieber Jonscha reden, noch eine ganz wichtige Sache. Ich habe größtenteils eine entspannte, mega geile Community. Über 99% von euch sind absolut... Ihr seid buchstäblich mein Leben. Und das sage ich nicht einfach so, das ist nicht kitschig. Ihr habt mein Leben so verändert und ihr seid so Bestandteil meines Lebens, obwohl ich euch nicht mal kenne. Das ist wirklich ein ganz komisches Gefühl. Aber es kommen Insider von vor 9 Jahren, die Leute heute noch posten, wo ich mir denke, Alter, wie lange verfolgst du mich? Und ich fühle mich irgendwie verbunden, obwohl ich die Person nie gesehen habe. Und die meisten von euch sind absolut gechillt und normal und ich liebe meine Community. Aber selbst wenn 1% sich jetzt scheiße verhält, ist es immer noch in absoluten Zahlen ein großer Anteil an Menschen, weil ich eben eine relativ große Reichweite habe. Und an diese 0, irgendwas Prozent, wenn ihr sie... Jetzt rede doch mal, wer ist fremdgegangen? behandelt, dann werdet ihr sicherlich bei ihr gebannt, aber nicht nur bei ihr, sondern auch bei mir. Und wenn es über Respektlosigkeit hinausgeht, dann habt ihr ein Problem mit mir. Und ihr sollt das nicht so sehen, als wenn jetzt ein Freifahrtschein ist und jetzt ist der Freund weg, der sie beschützt, jetzt kann ich loslegen und lostreten und irgendwelche Sachen in die Welt setzen und sie beleidigen und. Falsch gedacht.
Und das will ich ganz klar machen und ich hoffe, ich kann die meisten schlechten Kommentare damit verhindern. Ich denke, es ist immer noch weiterhin meine Aufgabe, sowas zu unterstellen, weil wir waren 2,5 Jahre oder fast 2,5 Jahre zusammen. Und nur weil man nicht mehr zusammen ist, heißt ja nicht, dass man sich hasst. Und jetzt ist egal, was die andere Person macht und wie es ihr geht und wie es in ihrem Leben geht. Nur, dass ihr es versteht, okay? Also wenn es über Respektlosigkeit hinausgeht, geht es auch über einen Bann. Ja, bitte, Heptik, jetzt läuft das Video doch schon 3 Minuten. Jetzt Philipp, danke schön für dein Rate. Sachen zum Ende der Beziehung wissen und ja. Ich werde versuchen, euch größtmöglich aufzuklären und dabei unsere Privatsphäre zu wahren. Es ist nämlich ganz komisch, dieses Video für mich zu machen, das sage ich euch ganz ehrlich. Ihr wisst ja, ich bin kein Mensch, der sehr viel Privates teilt. Meine einzige Aufgabe auf YouTube für mich ist es, 10, 12, 13, 14, 15 Minuten jemanden zu unterhalten und seinen Tag besser zu machen, dass er nach dem Video rausgeht und sagt, jopp, jetzt geht's mir besser. Das ist meine Aufgabe. Ich will unterhalten. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn man viel teilt. Viele YouTuber, Streamer teilen alles in ihrem Leben. Intime Fragen, über materialistische Dinge, über Familie, Freunde, alles. Und wenn die es machen und sich wohlfühlen, ist genau das Richtige für die. Bei mir ist es andersrum. Ich sehe meine Aufgabe nur darin und einzig und allein darin zu unterhalten und meine privaten Sachen halte ich raus, weil ich A, mein Leben nicht interessant finde und auch nicht interessant genug, um zu teilen und B, ich das auch einfach nicht möchte, weil es eben mein Leben ist. Deshalb ist dieses Video sehr komisch für mich. Ich fühle mich gerade sehr komisch, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin offen und ehrlich gerade. Es ist irgendwie ein komisches... Das ist aber eine komische Aussage. Finde ich sehr interessant von jemandem, der schon so lange YouTube macht, dass er selbst so die Empfindung hat, dass er langweilig ist. Weil selbst eine langweilige Tat wirkt von jemandem, der bekannt ist, krass so, weil das einfach ein privater Eindruck ist. Also, wie gesagt... Ich mache manchmal Toilettenstories, die haben 6-stellige Aufrufe auf Instagram. So, what the fuck, Junge? Das Gefühl, weil das eins der intimsten und privatesten Themen ist, über die man reden kann. Und das ist sehr ungewohnt. Aber wie gesagt, es ist meine Aufgabe, das zu machen. Und deshalb mache ich auch dieses Video. Erstmal zur Zeit. Wir sind vor 2 bis 3 Wochen ungefähr auseinandergegangen. Wir haben uns die Zeit genommen. Wir haben es natürlich nicht einen Tag später rausposaunt, sondern wir haben gesagt, wir nehmen uns die Zeit, also wir haben uns darauf geeinigt, das erstmal für uns selbst zu verarbeiten. Wenn wir dann soweit sind, werden wir uns darauf einigen, das jetzt öffentlich zu machen. Und wir haben uns 2, 3 Wochen genommen. Ich hoffe, das versteht ihr, dass wir nicht direkt am ersten Tag darüber geredet haben. Ihr wollt wahrscheinlich den Grund wissen. Und beim Grund ist es immer so eine Sache, es gibt nicht einen Grund, A. Und B, will ich ein Ausschlussverfahren machen, damit keine Gerüchte oder irgendeine Scheiße entsteht. Es hat nichts Plötzliches die Beziehung beendet, okay? Wenn ihr versteht, was ich meine. Es hat nichts mit einer weiteren Person zu tun oder irgendeiner gottlosen Scheiße, die eine Seite abgezogen hat. Es ist auf einer Seite... Ja, ich glaube, sowas würde aber auch niemand sagen. Selbst wenn das so wäre, ich glaube, darüber würde niemals jemand reden, außer vielleicht die betroffene Person. Ich glaube, sowas würde niemals angesprochen werden, weil das einen ja selbst mit in den Dreck zieht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man darüber reden würde, wenn es so wäre. Seite eigentlich eine der langweiligsten und normalsten Trennungen, die man sich vorstellen kann. Deshalb weiß ich auch nicht wirklich, was ich sagen soll, aber ihr wollt ja irgendwas hören. Nicht ein Thema, sondern es waren ein paar Themen. Und wie überall im Leben, bei Freundschaften, bei Beziehungen, auf der Arbeit, bei was auch immer, selbst im Hobby, es gibt immer ein Auf und Ab. Auch eine Beziehung hat Auf und Ab. Und diese Ups können eine Beziehung halt belasten. So, die kann man nicht immer vergessen, die hat man manchmal im Hinterkopf. Manchmal belasten sie auch die Beziehung noch in der Aufphase. Und die können sich ansammeln und dann kann es in eine Richtung gehen, wo man sich überlegt, oh, jetzt belastet mich das sehr. Und beide Seiten in dem Fall waren dann sehr belastet, das kann ich euch sagen. Beide Seiten waren belastet und wir haben am Ende gesehen, ja, wir belasten uns eigentlich zu sehr für eine Beziehung. So könnte ich es eigentlich sagen. Also... Wenn eine Beziehung einen eher schädigt und nicht, weil der andere schlecht ist, sondern die Probleme, die man hat, die vielleicht nicht immer mit der anderen Seite zu tun haben, sondern vielleicht in der Kombination mit beiden Personen oder mit anderen Situationen im Leben oder gerade mit der Zeit oder mit Sachen, die man nicht beeinflussen kann, dann fühlt man sich irgendwann so, dass man denkt, ist es jetzt das noch wert, in der Beziehung zu bleiben, weil es ja eher traurig macht als glücklich. Und ich glaube, an der Phase waren wir zum Ende hin. Und das fühle ich aber auf jeden Fall. Das fühle ich. Das hatte ich ja in meiner ersten Beziehung, war das ja auch so gewesen, wo wir uns so dachten, so Alter, im Endeffekt kacken wir uns doch eigentlich auch nur noch an. Und ist das jetzt wirklich noch verliebt sein oder ist es einfach nur noch brauchen aufgrund der langen Zeit, weil wir halt so lange miteinander verbunden waren, dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht ohne können, obwohl wir ja gar nichts mehr so wirklich füreinander empfinden, ja. Sag nicht, dass wenn eine schlechte Sache in der Beziehung kommt, man sagt, oh, jetzt bin ich traurig, jetzt mache ich Schluss. Das will ich auf gar keinen Fall sagen, Leute. Das passiert heute viel zu häufig. Im Gegenteil, gerade wenn es richtig schlecht läuft, sollte man sich besonders bemühen, wenn man sich in dem Moment sicher ist, ich will es mit der Person auch weiterführen. Und nicht, weil man nur nicht alleine sein möchte. Ganz wichtiger Unterschied. Wenn ihr nur in einer Beziehung seid, weil ihr nicht alleine sein wollt, dann ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Bei uns war das nicht so. Ich bin jemand, der sich sehr viel Zeit nimmt. Ich rede jetzt sehr privat, aber ich bin jemand, der sich zwischen den Beziehungen sehr viel Zeit nimmt. Es gibt Menschen, die springen von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung, weil sie einfach nicht alleine sein können und das ist komplett ungesund. Ich bin jemand, ich gehe aus einer Beziehung raus, ich komme mit mir selbst klar.
ich bin selbst komplett glücklich und dann, wenn ich mit mir selbst klargekommen bin, komme ich auch wieder mit einer anderen Person. Also, das habe ich jetzt schon so oft gehört, dass es so Leute gibt. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, was halt einfach dieses Beziehungsding und dieses Ganze drumherum geht. Und viele, ich habe schon ganz oft Leute gehört, die gesagt haben, die beenden die Beziehung und sind cool damit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Bin ich einfach nur so ein übertrieben emotionales Stück Scheiße? Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man über 2 Jahre miteinander so die Zeit verbracht hat und zusammen war, dass man einfach damit abschließt und alles ist cool. Das geht doch nicht. Und wenn ja, dann gib mir das Geheimrezept dafür, wie funktioniert das? Klar. Ich denke, das ist der richtige Weg. Das heißt, ich nehme mir sehr viel Zeit, bevor ich in eine Beziehung gehe. Und mit ihr bin ich in eine Beziehung gegangen. Das heißt, ich habe es auch ernst gemeint. Ich bin mit ernsten Intentionen rein. Und deshalb habe ich auch Zeit und Kraft investiert. Und sie hat auch sehr viel Zeit und Kraft investiert, weil sie es genauso sieht. Aber das ist so ein Schutzmechanismus, glaube ich. Das machen Leute extra. Ich glaube, sowas machen Leute extra. Irgendwann muss man sich überlegen, wenn man sich immer im Kreis dreht und an den Punkt kommt, wo man ein Problem nicht lösen kann, weil man nicht vorankommt und es sich verstärkt wie so ein Teufelskreis, weil man eben nicht vorankommt, schädigt man sich noch mehr und, es geht immer so weiter. Dann sollte man irgendwann überlegen, hey, auch wenn wir gut miteinander klarkommen und auch wenn wir uns vielleicht hingezogen fühlen zu der anderen Person, wäre es vielleicht für uns besser, auseinanderzugehen, damit wir sein können und wir uns gut fühlen und wir uns auf uns konzentrieren können und wir erstmal klarkommen können. Manchmal passen auch Leute zusammen. Ich sage jetzt nicht, dass hier der Fall ist oder sein muss, aber manchmal passen Leute zusammen, aber sind zur falschen Zeit zusammengekommen und schaden sich dann nur. Oder manchmal sind beide Seiten sehr gute Menschen, haben sehr gute Charaktereigenschaften, aber wenn sie zusammenkommen, in der Kombination schaden die sich gegenseitig. Es ist echt verrückt, wie das teilweise funktionieren kann in den Beziehungen. Das war bei meiner Ex-Freundin auch so. Wir haben uns danach immer mal wieder getroffen, so keine Ahnung, weil es halt einfach so erstmal meine erste Freundin war und weil es immer es war einfach interessant, so, weil es ja trotzdem ein wichtiger Mensch meines Lebens war. So. Und ich mag sie ja trotzdem, auch wenn wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr zusammen sein können. Aber wir haben das immer gemerkt. Immer wenn wir so eine halbe Stunde oder so aufeinander gehangen haben, haben wir gemerkt, wie krass die Meinungsverschiedenheiten wieder waren. Sie ist kein schlechter Mensch, aber ich merke einfach, dass wir überhaupt nicht zusammenpassen. So, gar nicht, 0%. Das ist so krass, wie schnell wir uns dann wieder in die Haare bekommen haben. Und ich mir dachte, und dann haben wir aber beide gelacht und haben festgestellt, Alter, das ist, man merkt es halt auf Anhieb, dass wir überhaupt nicht passen. Und am Ende ist es dann so ausgegangen, dass wir eigentlich die letzten Monate, ihr habt ja auch mitbekommen, wir haben uns nicht häufig gesehen. Damals ist sie ja sehr oft zu mir gekommen. Da haben wir es irgendwann geschiftet, dass ich zu ihr gehe, nicht so häufig, wie sie zu mir gekommen ist. Aber ich bin ab und zu ihr gegangen, aber halt nicht oft. Und wir haben uns nicht oft gesehen, das ist den Leuten aufgefallen. Und das war halt, deshalb sage ich auch langweilig, es ist nichts, was plötzlich passiert ist. Es ist halt langsam ausgefadet, wo man... Auf mich hat es so gewirkt, als wenn sie bei ihm gewohnt hat. Hä? What the fuck? Hä? Ich dachte, sie hat bei ihm gewohnt. Der hat doch ein Haus. Das sah immer so aus, als ob sie immer bei ihm war. What the fuck? Ich dann am Ende gedacht hat, so jetzt machen wir es richtig. Dann haben wir geredet. Wir haben über eine Stunde geredet. Haben uns alles gesagt, was wir noch sagen wollten. Klar, man geht nicht im Superguten auseinander und denkt, oh, jetzt treffe ich morgen die Person und führe ein 2-Stunden-Gespräch entspannt über Wirtschaft oder so. Aber es ist auch nicht so auseinandergegangen, dass wir gesagt haben, Alter, hasse ich diese andere Person. Ich will mit der nichts zu tun haben. In dem Moment ist man klar emotional aufgeladen, aber gerade wenn ein bisschen Zeit vergeht, denke ich, sind wir relativ gesund auseinandergegangen. Und mir war immer wichtig, dass wenn wir uns sehen, dass wir normal Hallo sagen können wie erwachsene Menschen. Und ich denke, das können wir gerade. Es wird natürlich immer todesweird sein, sage ich euch ganz ehrlich. Und wir werden uns auch sehen, wir sind in derselben Branche. Und auch in derselben Agentur, so wir werden uns so oder so sehen. Und ich werde in diesem Video über nichts schlecht. Oh, mies, Alter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das alles so cool wegsteckt. Also natürlich, man weiß immer nicht, was gelaufen ist. Vielleicht ist wirklich irgendwas mies Ekelhaftes passiert, weshalb man die Person schnell abschieben kann. Sowas gibt es bestimmt auch. Wenn so richtig ekelhafte Scheiße passiert, Fremdgehen oder so ein Zeug, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man damit besser umgehen kann, obwohl das, glaube ich, schon wehtut so. Aber ich kann es mir nicht. Also in meiner Situation, in meiner emotionalen Verfassung in Bezug auf Beziehungen, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas als Mann einfach schnell abtun kann. Schlechtes Reden, auch nicht bei mir. Jeder Mensch hat Fehler, jede Seite macht Fehler, weil ich finde, wir haben also innerhalb der Beziehung genug über dieses Negative geredet. Ich werde jetzt nur auf das Positive zurückkommen. Dankeschön. Ich werde auch immer an diese Sachen denken. Also ich habe so viel mitgenommen. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich denke, sie hat auch einiges gelernt. Wir haben uns auch verändert. Wir haben uns auch verbessert. Man kann richtig viel mitnehmen aus Beziehungen und das im nächsten Mal auch besser machen. So, weil das ja alles im Kopf verarbeitet ist, das ist wirklich... Das ist ein Lernprozess einfach. Und man nimmt jedes Mal was mit, das stimmt. Deswegen, los, ganz viele Beziehungen. Nein. Also das ist auch das Gute. Ich versuche das Positive mitzunehmen. Ich habe mich in einigen Sachen verbessert für die Zukunft. Sie hat so viele Eigenschaften, die so, so, so ähnlich zu meinen sind, die ich bei wenig anderen Leuten sehe. Wirklich komplett hängen gebliebene Sachen. Das werde ich auch niemals vergessen. Am Ende ist es eben... Das baut sich aber auch auf. Das Gefühl hat man halt einfach, wenn man zusammen viel Zeit miteinander verbracht und dadurch baut sich das auf, dass man halt sehr, sehr gleich wird auch. Das ist klar.
Das war der Weg, der gezeichnet war für uns. Und das ist gerade das, was eben das Beste ist. Ich finde halt einfach gut, dass diese Beziehung nicht komplett toxisch auseinandergegangen ist und man sich hasst. Das finde ich sehr gut und das finde ich sehr wichtig. Und ich folge auch weiterhin auf Instagram. Ist jetzt nicht so, ich überall in Folge und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Es gibt noch eine Frage, das habe ich natürlich auch. Natürlich geht der Kompromisse ein. Also ihr sagt zwar, dass er jetzt hier gerade voll und dass er jetzt hier gerade richtig privat redet, aber es ist einfach so, da sind Dinge vorgefallen, also das gehört einfach auch nicht ans Tageslicht, weil dazu immer zwei gehören und das sind halt zwei Leute, die davon leben, so, die daran so einen Schaden nehmen können, dass sie halt wirklich vielleicht daran auch zerbrechen. Jetzt vielleicht weniger bei Haptic, aber vielmehr bei dieser Yonca, so, weil die ja jetzt, glaube ich, nicht ganz so groß ist wie er. So, also ich habe sie immer nur bei ihm gesehen. Ich weiß auch, dass sie streamt oder so, das habe ich auch mal gesehen, aber jetzt, glaube ich, nicht in der Größe wie er. So, denn natürlich wird es da Dinge geben, die werden wir niemals erfahren, was der Grund dafür war, der vielleicht viel härter ist als das, was man sich jemals trauen würde, das im Internet zu sagen. Aber ja, man muss halt erwachsen damit umgehen so, und das kommt halt auch am besten an, als wenn man jetzt hier anfängt, irgendwie rumzuhetzen oder sowas. Das bringt ja nichts. Auch relativ häufig gelesen. Das würde auch zu ihm nicht passen. Was ist mit dem Hund? Mit Hinata. Und ja, ich war oft mit dem Hund zu sehen. Ich habe sie auch in der Zeit öfter besucht oder halt ein bisschen länger besucht. Und dann habe ich mit dem Hund auch Stories gemacht und die Leute haben halt den Hund auch bei mir gesehen. Hinata hat sie aus Rumänien geholt, aus dem Shelter. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr einen Hund kaufen wollt, Leute, dann geht nicht immer zum Züchter. Es gibt genug Hunde, das sind Welpen, die wohnen auf der Straße gefunden, haben kein Zuhause und sterben einfach. Und hier züchten wir uns Hunde. Das finde ich ein bisschen creepy, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, jeder wie er möchte. Ja, sie hat den Hund geholt, aber nicht mit mir zusammen. Es war von Anfang an klar, es ist ihr Hund. Und sie holt ihn sich. Bei Monte ist zum Beispiel so, die haben ja, also Monte und Anna haben ja Kylo, der übrigens Kyle heißt, was die wenigsten wissen. Kylo haben sie zusammengeholt und die haben jetzt quasi wie getrennte Elternpaare halt mal da den Hund. Das finde ich sehr, sehr gut, ist gesund für ihn. Und einfach eine Bezugsperson wegnehmen, ist wirklich ungesund. Aber Hinata ist noch sehr jung, hat mich nicht zu häufig gesehen, wird mich auch nicht krass vermissen, muss man halt ehrlich so sagen. Und ja, sie hat ihn von Anfang an, das war von Anfang an klar geregelt, dass sie ihn sich holen wird und deshalb ist alles okay. Das ist jetzt nicht so, dass sie ihn zusammengeholt haben und jetzt stoße ich ihn ab oder so. Und übrigens, eine der Folgen, wenn ihr Yonca disrespectful behandelt, ist, dass ich Hinata nochmal auf einen Kampfhund drin und auf euch loslasse. Nur, dass ihr Bescheid, ihr Milchzahn liegt hier und jetzt ein neuer Zahn rausgekommen, der wird euch so auseinanderreißen, das glaubt ihr gar nicht, auch wenn sie nur 10 Kilo wiegt. Am Ende wünsche ich ihr viel Erfolg und dass sie glücklich wird. Ich weiß, ich sage jetzt so, als würden wir uns nie wiedersehen. Klar, wir werden irgendwann nochmal... Sie hat Schluss gemacht. Reden, so wenn wir uns sehen spätestens, aber trotzdem sage ich das im Video nochmal öffentlich. Ich wünsche ihr nichts Schlechtes. Ich wünsche ihr, dass sie alles erreicht, was sie möchte, dass sie Länder besucht, die sie möchte, dass sie einfach glücklich ist. Das ist das Wichtigste. Und als letztes möchte ich unbedingt sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin trotzdem der bessere BO4-Spieler. Okay, Leute, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, I guess. So oder nicht. Ist eigentlich egal dieses Mal. Ich freue mich auf die Kommentare. Ich werde die alle lesen. Mit alle meine ich absolut nur 2%, weil es zu viele sind. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ja, Mann. Sich ein Video anzugucken, wo jemand darüber redet, dass er Schluss gemacht hat mit einem langjährigen Partner, ist natürlich immer übergeil. Geil, geil, geil. Mann, hat mir richtig gefallen. Hat die Junker auch was dazu gemacht? Die haben da bestimmt beide was gemacht. 100%. Junge, Haptic macht ein Video Schluss mit Junker, wie vor einem Tag. Dieses Game hat endlich wieder Suchtpotenzial. So einfach überhaupt nicht drauf eingehen. Kriegst du jetzt das? Good morning in the morning. Nee. Hä, ich bin immer der Meinung gewesen, dass das bei ihm war. What the fuck? Ich dachte, die haben zusammengelebt. Um Gottes Willen. Er hat doch immer Storys gemacht, wie er sie erschrocken hat. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch. Bitch, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.